Als ich vor so ziemlich genau einem Jahr ein Breakdown über den Fit der neuen Big Three der Brooklyn Nets nach dem James Harden Trade gemacht habe, hatte ich im Leben nicht damit gerechnet, dass gerade einmal 12 Monate später Harden schon wieder bei einem neuen Team spielt. Die Vision vom Superteam der Nets ging nicht auf, Durant, Irving und Harden standen für gerade mal 16 Spiele gemeinsam auf dem Parkett, von dem Brooklyn übrigens 13 gewinnen konnte. James Harden wurde wenige Stunden vor der diesjährigen Trade-Deadline seinen Wunsch erfüllt, die Nets schickten ihn zusammen mit Paul Millsap nach Philadelphia im Gegenzug für Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond und zwei zukünftige Erstrunden-Picks. Zum Fit von Ben Simmons bei den Nets, also der anderen Seite dieses Wechsels, kam gestern schon eine detaillierte Analyse, die gerne noch anschauen, solltet ihr sie noch nicht gesehen haben. Also, der James Harden-Ben Simmons-Trade könnte der NBA-Trade in diesem Jahr sein, mein persönlicher Trade der Saison hat aber etwas mit meinem Energy-Drink-Konsum zu tun. Die von euch, die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen, was jetzt kommt, aber vielleicht sind unter den heutigen Zuschauern noch ein paar dabei, die vom Sponsor des heutigen Videos das erste Mal hören. Und zwar habe ich ungesunde Chemiecoin gegen Holy Energy eingetauscht, einen Drink ohne schlechtes Gewissen und ohne Bullshit. Statt weiterhin all dieses ungesunde Zeug jeden Tag in mich reinzukippen, habe ich mit Holy Energy einen Partner gefunden, der mich mit natürlichen Farb- und Geschmacksaromen überzeugt hat und mir dabei hilft, für NBA-Spiele wach zu bleiben. Und das ohne Zucker, ohne Taurin und ohne irgendwelche schädlichen Chemikalien. Das Gute ist, für diesen Trade gibt es keine Deadline, ihr könnt jederzeit für Holy Energy traden und das unendlich auch sogar wieder mit den Trial Packs. Diese Neuigkeiten möchte ich heute unbedingt mal mit euch allen teilen, denn ab sofort könnt ihr Holy Energy super easy und preiswert ausprobieren und euch selber von der Qualität überzeugen, ohne dass ihr gleich eine komplette Packung kaufen müsst. In den Probierpaketen bekommt ihr alle vier Geschmäcker mit je drei Proben für 19,99 € inklusive kostenlosem Versand. Für insgesamt 24,99 € bekommt ihr sogar noch einen Shaker dazu. Mit dem Code JustTheKid5 bekommt ihr sogar nochmal 5 € Rabatt auf eure erste Bestellung, mit dem Code JustTheKid nochmal 10% auf jede weitere. Holy hat mein Leben schlicht und ergreifend verändert und ich kann euch allen wirklich ans Herz legen, das Ganze mal auszuprobieren. Der Geschmack ist super, der Preis ist top und ihr könnt ohne schlechtes Gewissen Energy Drinks konsumieren. Den Link zum Shop plus Codes findet ihr unten in der Videobeschreibung, im angepinnten Kommentar und nachher in der Endcard. So Leute, dann wollen wir mal zurück zu James Harden, lasst es mich gleich vorwegnehmen, ich liebe diesen Deal für die Sixers, aber mal sowas von. Ich hatte es vor wenigen Wochen in einem extra Breakdown schon gesagt, die Sixers müssen vor der Deadline aktiv werden. Joel Embiid ist in der Form seines Lebens und sollte Stand heute in meinen Augen auch MVP werden, man kann es sich einfach nicht leisten, eine weitere Saison mit diesem Generational Talent zu verschwenden. Dazu kommt, dass die NBA in dieser Saison so offen wie schon lange nicht mehr ist, es gibt kein Überteam, ein Blockbuster-Trade und die Sixers haben eine echte Chance dieses Jahr etwas zu reißen. Heute können wir denke ich sagen, dass man in Philadelphia alles richtig gemacht hat, Daryl Morey's Taktik hat sich ausgezahlt, das Warten hat sich gelohnt und das muss man einfach beeindruckt anerkennen. In meinem Video ging es damals auch um James Harden und dass man unbedingt versuchen sollte diesen zu bekommen, zwei Dinge sollte man aber nicht tun. Und zwar einmal bis zum Sommer warten, keinen Move vor der Deadline machen und die Saison wegschmeißen, wenn du eine Chance zu haben, im Sommer Harden zu bekommen und zweitens alles, was man hat, für Harden einzutauschen. Denn dieser wird immer älter, kann im Sommer Free Agent werden und seine Leistungen haben in der letzten Zeit auch ziemlich abgebaut, der ist Stand heute nicht mehr dieser Top 5 Superstar, der in seiner Prime war. Die Sixers warteten nicht bis zum Sommer, sie holten Harden jetzt schon und man kann in die Saison angreifen, was ich richtig gut finde. Und zweitens, auch wenn man viel abgegeben hat, es ist in meinen Augen überhaupt nicht zu viel gewesen. Simmons war natürlich drin und auch wenn der Verlust von Curry sicherlich schmerzt, irgendjemand musste man ja schließlich noch hinzufügen und dass es nicht Maxi ist, finde ich auch ziemlich stark von den Sixers. Drummond ist nicht wirklich der Rede wert und die späteren Erstrunden-Picks interessieren, wenn wir ehrlich sind, auch keinen, wenn du die Chance hast, Embiid mit Harden zu paaren. Im Gegenzug bekommt man dann übrigens nicht nur diesen, sondern mit Millsap auch noch einen netten Rotation-Piece. Wie gesagt, ich liebe den Deal für die 76ers. Ich liebe ihn noch mehr, weil Harden im Zuge des Trades seine Spieleroption für die kommende Saison ziehen wird, bedeutet die Sixers müssen ihm nicht schon in einem halben Jahr den höchstdotierten Vertrag in der NBA-Geschichte geben. Sie haben ihn jetzt erst einmal für 1,5 Jahre unter Vertrag und können dann schauen, das ist eine deutlich bessere Situation für sie. Aber schauen wir uns doch mal den Fit von James Harden bei den Philadelphia 76ers ein bisschen genauer an, denn in der Theorie klingt es ja schon mal nach einem ziemlichen Match made in heaven. Denn Harden ist der so ziemlich bestmögliche Spieler, den die Sixers in einem Ben Simmons Trade hätten ergattern können und er für die große Schwachstelle, die dieses Team seit Jahren schon hat, und zwar Perimeter Shot Creation. Denn dieser gerade in den Playoffs so wichtige Bereich brach den Sixers in den letzten Jahren immer wieder quasi das Genick, sei es weil Ben Simmons dort massive Probleme hatte oder weil man sonst niemanden hatte, der draußen mit dem Ball in der Hand etwas entstehen lassen kann. James Harden ist und bleibt einer der besten Perimeter Onball Shot Creator der Welt, einer der besten in NBA History.
Auch wenn er in dieser Saison bisher weit weg von seinem Level der vergangenen Tage war, hat er es trotzdem natürlich nicht verlernt, Basketball zu spielen. Der Bärtige legt bisher im Schnitt 23 Punkte und 10 Assists pro Spiel auf und das bei 58% durch Shooting mit einem 111er Offensivrating. Ich hatte zum Beginn der Saison ein Video über seine Probleme gemacht, in dem es um die neuen Regeln und Hardens Rückkehr von der Verletzung ging, ein paar Wochen später dann ein neues, in dem es um seine Leistungssteigerung und Rückkehr zur Normalität ging. Harden ist weiterhin der tödlichste Isoscorer der NBA, er dominiert aus dem Pick and Roll und kreiert am laufenden Band Würfe für sich und seine Kollegen. Seine Athletik ist nicht mehr das, was sie mal war, und auch körperlich wurde er im Laufe der bisherigen Saison immer besser und er kommt auch wieder deutlich mehr an die Freiwurflinie als im Start der Saison. Die Sixers haben hier zwar nicht für Prime 36 Punkte pro Spiel James Harden getradet, aber auch diese aktuelle 32-jährige Version von Beard ist besser als jeder andere Mitspieler, den Joel Embiid in seiner Karriere bisher hatte. Wenn wir über Hardens Fit bei den Sixers reden, dann müssen wir, denke ich, auf primär zwei Dinge schauen, und zwar einmal die Zeit mit Joel Embiid auf dem Parkett und dann einmal die Minuten ohne ihn. Starten wir doch mal mit dem kleineren Aspekt, und zwar der Zeit ohne ihn. Doc Rivers ist nicht unbedingt bekannt dafür, der größte Lineups-Gott unter den Headcoaches der NBA zu sein, Stichwort Vorliebe für All-Bench-Lineups, aber es wäre schlicht und ergreifend nicht clever, die Minuten seiner beiden Superstars nicht zu staggern. Anders formuliert, ein Spieler hat 48 Minuten und in jeder davon sollte mindestens einer der beiden auf dem Parkett stehen. Die Sixers sind auch in diesem Jahr wieder deutlich schlechter ohne Embiid als mit, ganze 11 Punkte pro 100 Possessions, man überlebt die Non-Embiid-Minuten einfach überhaupt nicht. Mit Harden sollten sich zumindest offensiv viele der Probleme beheben, wenige Spieler können eine ganze Offense so an sich reißen wie der dreimalige Scoring-Champ. Das kann ultra wertvoll werden bei so einem verletzungsanfälligen Mitspieler wie Joel Embiid, der in seiner Karriere auch noch nie mehr als 36 Minuten pro Spiel gemacht hat. Die Sixers sollten also zu jeder Zeit einen elitären Advantage-Creator auf dem Parkett haben und das können nicht so viele andere Teams von sich behaupten. Viel interessanter und vor allem wichtiger ist allerdings das Zusammenspiel der beiden Superstars, wie diese beiden zusammen harmonieren, wird mit darüber entscheiden, wie weit es für Philadelphia zukünftig gehen wird. Diese Idee von der Paarung eines Flügelspielers und dominanten Big Men gibt es schon länger, Kobe Bryant und Shaquille O'Neal, LeBron James und Anthony Davis sind ein paar Beispiele dafür. Die Idee ist verlockend, weil man zwei Spielertypen miteinander paart, deren Skillsets sich wunderbar ergänzen und die beide zusammen im am häufigsten gelaufenen Spielzug in der NBA dominieren können, dem Pick and Roll. Harden gehört zu den besten Pick-and-Roll-Ballhändlern der jüngeren NBA-Vergangenheit, Embiid gehört zu den dominantesten Screen-and-Roll-Bigmen der Welt. Meine Prognose, die beiden werden im Two-Man-Game gegnerische Defense auseinandernehmen, denn wenn wir uns anschauen, was beide schon mit weniger guten Partnern gemacht haben, dann ist das echt kein Hot-Take. Harden dominierte zum Beginn der letzten Saison mit Christian Wood in Houston, später dann bei den Nets mit LaMarcus Aldridge, Blake Griffin oder Nicholas Claxton. Bei Embiid sind es Pick-and-Roll-Ballhändler wie Maxey oder Curry, die beide bei allem Respekt nicht einmal annähernd auf dem Level eines James Harden sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das noch verteidigen möchte, du kannst nicht im Drop verteidigen, weil dann Harden in den Floater oder Embiid in den Pick-and-Pop-Dreier gehen werden. Du kannst nicht hatchen oder trappen, weil Harden das auseinandernimmt und Embiid als Playmaker im Short-Roll mittlerweile auch elitär ist. Und du kannst nicht switchen, weil beide gegnerische Mismatches bei lebendigem Leibe auffressen. Du kannst Harden und Embiid so auf dem Feld isolieren und einen Angriff nach dem anderen Two-Man-Game laufen und es gibt nicht viel, was gegnerische Defenses dagegen tun werden. Ein bisschen schwieriger wird es dann, wenn die beiden allerdings das machen wollen, was sie jeweils am liebsten tun, Harden agiert in Isolations und Embiid im Post. Die Sixers laufen momentan ihre Offensive primär über Embiid am Block oder an den Elbows, im Optimalfall mit 4 Spot-Up-Shootern und Off-Ball-Schützen an seiner Seite. Harden ist niemand, den du abseits des Balles parkst und der dann zuschaut, da wird er sich anpassen müssen, genauso wie die Sixers-Offensive. Was ich gut finde, ist, dass man nun endlich jemanden hat, der wirklich elitär Post-Up-Entry-Pässe spielen und Embiid immer wieder füttern kann. Auf der anderen Seite wird es auch mehr Angriffe geben, in denen Embiid auch mal zuschauen muss, weil Harden mit dem Ball in der Hand zur Arbeit geht. Ich persönlich glaube, man fährt am besten, wenn man in den Minuten, wo nur einer der beiden spielt, die Offense über diesen einen und jeweils seinen bevorzugten Playtype laufen lässt, spielen beide dann bevorzugt das Two-Man-Game. Das hat enormes Potenzial, aber könnte speziell in der Anfangszeit auch schwierig umzusetzen werden. Harden hat bereits in Brooklyn gezeigt, dass er sich zurücknehmen kann, Embiid wird das aber auch tun müssen. Und was passiert mit Tyrese Maxey, dem bisherigen eigentlichen Point Guard der Sixers, der am Ball auch besser ist als abseits davon? Was passiert, wenn Embiid und Harden nicht so wirklich glücklich neben einem solchen balldominanten neuen Mitspieler werden? Ich erwarte daher nicht, dass die Sixers von Tag 1 an eine überragende Offensive haben werden, im Laufe der restlichen Regular Season sollten sie sich aber zu jener entwickeln.
Wir müssen abwarten, wie Harden sich entwickelt, auf welches Level er in dieser Saison noch kommt. Wir müssen abwarten, ob Embiid wirklich mal über eine längere Strecke fit bleiben kann. Zumal Verletzungen ja auch jetzt schon ein Thema sind. Harden hat noch kein Spiel für die Sixers absolviert, weil er momentan verletzungsbedingt pausieren muss. Aber nicht nur das könnte Grund zur Sorge sein, denn wenn ein Spieler in zwei Saisons zweimal keine Lust mehr auf sein aktuelles Team hat, so wie es bei James Harden der Fall ist, dann muss er sich natürlich schon Gedanken machen, was da los ist. Es gibt also ein paar Dinge, die dafür sorgen könnten, dass es nicht sofort richtig rund läuft in Philadelphia. Läuft es aber, dann wird dieses Team meiner Meinung nach im Osten nur richtig, richtig schwer zu schlagen sein. Denn im Endeffekt hat man, wenn man nur auf die Saison schaut, Seth Curry mit James freaking Harden ersetzt und Paul Millsap sollte man da ja auch nicht komplett vergessen. Ich liebe den Fit, ich liebe den Deal, aber schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache haltet. Also, checkt gerne mal Holy Energy aus, probiert die Geschmackssorten gerne mal aus und berichtet mir dann unbedingt, wie euch das Ganze gefällt. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.